Mit dem Lumia 920 will Nokia erstmals auch in der Oberklasse mit einem Windows Phone 8-Gerät punkten. Das neue Topmodell der Finn soll dabei insbesondere durch eine umfangreiche Ausstattung sowie eine markante Optik überzeugen. Letztere kennt man bereits von anderen Lumia-Modellen. Nokia setzt hier auf Rundung an der Seite sowie Kanten am unteren und oberen Ende, einen kleinen Eyecatcher auf der Rückseite in Form des Unternehmensschriftzugs sowie der Kamera und eine eher minimalistisch gehaltene Frontansicht mit den bekannten drei Sensortasten, einem Lautsprecher, der Frontkamera sowie dem Unternehmensschriftzug noch einmal. Verarbeitet ist der eingesetzte Kunststoff sehr gut. Es gibt keinerlei Kritikpunkte zu äußern. Das Gehäuse ist sehr verwindungssteif, zurückzuführen auf den Unibody, den Nokia hier verwendet. Die Anschlüsse und Ausgänge sind bekannt. Micro-USB auf der Unterseite, eine aufgeräumte linke Seite, der Slot für die Micro-SIM-Karte, der Kopfhörerausgang, die Lautstärke-Regulierung, der Ein- und Ausschalter sowie eine separate Kamerataste. Mit 130x70x10mm fällt das Lumia 920 allerdings sehr groß und vor allem sehr dick aus. Hinzu kommt ein hohes Gewicht von 185 Gramm. Das sind etwa 50 Gramm mehr als die preislich gesehen direkten Konkurrenten Galaxy S3 und One X Plus, die doch deutlich leichter und vor allem kompakter wirken, trotz des größeren Displays. Zurückzuführen ist das hohe Gewicht sowie das relativ dicke Gehäuse allerdings in erster Linie auf die bereits angesprochene umfangreiche Ausstattung. Dazu zählt neben dem 4,5 Zoll messenden Display mit IPS-Panel sowie der Nokia-eigenen Clear Black-Technologie auch der im Innern arbeitende Qualcomm MSM8960 Dual-Core SoC, der mit 1,5 GHz getaktet ist. Diesem SoC verdankt das Lumia 920 eine mehr als ausreichende Systemleistung, die, bedingt durch die Vorgaben Microsofts, allerdings nahezu 1:1 übereinstimmt mit dem HTC 8X sowie dem kleineren Schwestermodell, dem Lumia 820. Unter dem Strich bedeutet dies, dass man sowohl im Produktiveinsatz als auch beim ein oder anderen Spiel zwischendurch eine mehr als ausreichende Leistung zur Verfügung hat. Deren Potenzial wird man allerdings vermutlich erst in einigen Monaten voll ausschöpfen können. Dies kennt man von anderen Plattformen. Die Oberfläche von Windows 8 ist mittlerweile bekannt. Sie ähnelt dem Vorgänger Windows Phone 7 in vielen Punkten. Neu sind, dies wurde schon mehrfach erwähnt, die Kacheln, die jetzt in unterschiedlichen Größen vorliegen können und vom Benutzer verändert werden können. Die Oberfläche reagiert sehr flüssig. Gibt keinerlei Ruckler, keine Aussetzer. Anders als HTC kann Nokia aber auch durch ein umfangreiches Softwarepaket punkten. Dazu gehört unter anderem Nokia-Karten, das einige wenige Funktionen zusätzlich bietet im Vergleich zu anderen Windows Phone 8 Geräten. Aber auch das Navigationssystem Nokia Navigation, das ebenfalls sehr gute Noten erhält. Der hauseigene Musikdienst Nokia Musik, der in etwa mit Microsofts Angebot, das sich hinter der Musik- und Videos-Kachel verbirgt, übereinstimmt. Es gibt eine Streaming-Funktion, die kostenlos ist, allerdings einige Einschränkungen mit sich bringt, sowie die Möglichkeit, einzelne Titel oder komplette Alben käuflich zu erwerben. Ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal ist der Nokia City Kompass. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, in der Nähe liegende interessante Punkte, Geschäfte oder anderes direkt auf dem Display einzublenden. Das Lumia 920 verfügt über einen insgesamt 1 GB großen Arbeitsspeicher sowie zusätzlich 32 GB internen Speicher. Letzterer kann allerdings nicht erweitert werden, ein kleiner Negativpunkt. Das LTE-fähige Mobilfunkmodem, das Nokia verbaut, erreicht in der Spitze Übertragungsraten von 100 Megabit pro Sekunde. Hat man keinen LTE-fähigen Tarif, beziehungsweise ist ein LTE-Netz gerade nicht in Reichweite, stehen allerdings unter anderem noch HSPA sowie HSPA Plus und die weitere Ausbaustufe für DC HSPA Plus mit bis zu 42 Megabit pro Sekunde bereit.
Hinzu kommen WLAN, Bluetooth, NFC sowie die Möglichkeit, das Lumia 920 drahtlos zu laden. Dafür bedient Nokia sich am QI-Standard. Notwendig ist dafür allerdings noch eine separate Ladestation, deren Preise bei etwa 30 bis 40 Euro starten und die es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Der Akku, der ebenfalls nicht wechselbar ist, hat eine Kapazität von 2000 mAh und ermöglicht im Alltag Laufzeiten von etwa 2 Tagen, was durchaus angemessen ist. Nach mehreren Tagen intensiver Nutzung kann das Urteil zum Lumia 920 nur positiv ausfallen. Die Finnen haben es geschafft, mit dem Lumia 920 ein absolutes Top-Gerät auf den Markt zu bringen. Überzeugen kann das Smartphone nicht nur durch die umfangreiche Technik, sondern auch durch die sehr gute Verarbeitung sowie das eigenständige Design. Allerdings ist das Gerät nicht frei von Mängeln. So bietet das Display einen vergleichsweise geringen Kontrast sowie eine allenfalls leicht überdurchschnittliche Helligkeit. Zudem enttäuscht das hohe Gewicht mit 185 Gramm. Auch der nicht wechselbare Akku sowie der fest verbaute Speicher sind kleinere Kritikpunkte. Highlight ist allerdings die 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die über einen optischen Bildstabilisator verfügt und die bei ausreichend hellen Verhältnissen mehr als gute Ergebnisse liefert. Unter dem Strich kann das Lumia 920 deswegen eindeutig empfohlen werden.